Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir sind endlich wieder da. Bundesliga-Orakel. Wir haben uns Bayern ausgesucht gegen Hoffenheim. Kann ich schon mal spoilern. Morgen gibt es zwei weitere Partien. Ich glaube, Dortmund und Leipzig hatte ich mir da ausgesucht. Aber jetzt erstmal in der Runde hier. Endlich ist es soweit. Endlich Rückrunde. Und wir starten in den Freitag rein mit Bayern gegen Hoffenheim. Ich habe mich für Bayern entschieden, weil die noch viel vorhaben, theoretisch. Aber ich werde hier an der Stelle schon mal wieder rausgenommen aus dem Spiel, oder was? Schwierigkeitsgrad habe ich gar nicht so im Blick, aber müsste eigentlich immer noch Profi eingestellt sein. Ich habe zumindest nichts umgestellt zur letzten Partie. Ja, Bayern ja immer wieder mit kleinen Schwierigkeiten gegen Hoffenheim. Aber wer Meister werden will, sollte auch gut in die Rückrunde starten, nicht wahr? Oh, Mann. Merkt das hier schon. Die gehen mir hier ganz schön auf den Kranz. Bin auch nicht weiter eingespielt. Das ist sozusagen aus der Trockenen, die Aufnahme hier. Mal gucken, was das so wird. Ja, das können wir machen. Ah, den müssen wir natürlich reinhauen. Man hat ja hier eben am Anfang die Druckphase gemerkt, aber das ist ja meistens so, dass die mit einer richtig harten Druckphase um die Ecke... Ah, oh, schade. Versuch was wert. Dass die am Anfang direkt mit einer Druckphase reinkommen. Oft sogar das Gegentor dann auch für mich, aber im Augenblick dafür, dass wir jetzt erst wieder frisch... Ja, komm. Nein. Den kann er auch ein bisschen döller machen, also so schwach habe ich da eigentlich nicht drauf gedrückt. Ja, was Transfers und so angeht, bin ich leider überhaupt nicht auf dem neuesten Stand. Also die Pause, diese Fußballpause habe ich jetzt auch wirklich genutzt. Wir sind am Sonntag vor dem Spiel, nehme ich gerade auf. Nachher steige ich erstmal wieder ein ins Fußballgeschehen mit Arsenal gegen Liverpool. Im FA Cup ist das, glaube ich. Und ja, sonst vorher seit Bundesliga gar nichts geguckt. Also ich hatte ja gedacht, ich gucke ein bisschen englische Liga oder so, englischen Fußball über die Weihnachtstage. Aber irgendwie habe ich da eher so andere Sachen gemacht. Man hat ja immer irgendwie irgendwas zu gucken oder zu tun. Jetzt. Oh, ja, naja. Nichts Ganzes, nichts Halbes. Chippen wir nochmal rein hier. War gar nicht so schlecht. Ja, schade. Da habe ich mich, glaube ich, selber ein bisschen erschrocken, dass ich auf einmal noch den Ball hatte oder wieder an den Ball gekommen bin. Ja, was man vielleicht als News sagen kann, Frank Buschmann und Wolf Fuß. Warte, der hieß doch Wolf Fuß, ne? Sorry, also die sind ja beide sehr bekannt, aber Wolf Fuß natürlich. Ja. Ich glaube, der aktuell so diese Top-Spiele immer wieder macht, ne? Ja, beide hören auf, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also, nein, in Real Life natürlich nicht. Nein, sie hören auf bei EA Sports Fußball FC oder wie die ganze Nummer hier heißt. Dass sie da die Kommentatoren sind. Also, sprich, nächste Saison haben wir theoretisch, praktisch neue Kommentatoren bei dem nächsten Fußballspiel dieser Reihe hier. Ne? Man weiß ja nicht, vielleicht kommt da irgendwas so, wovon wir noch gar nicht, oder womit wir noch gar nicht rechnen, dass denn vielleicht doch noch ein neues Fußballspiel kommt, aber schwierig. Was macht Pro Evolution Soccer eigentlich so zurzeit? Ah, guck mal, wie die rangeflitzt kommen, ey. Da ist ja gar keine Schnitte, wie die auf einmal rangesprintet kommen an die Nummer. Ja, dranbleiben. Ich finde es persönlich schade. Ich bin ja damals, 2015 war es, glaube ich, als sie, glaube ich, zum ersten Mal gemeinsam aufgetaucht sind. Frank Buschmann hatte ja, glaube ich, vorher auch schon kommentiert, ne? Mit dem, ja, mit dem anderen Kollegen, den er da vorher hatte. Den kennt man auch. Ich habe seine Stimme im Ohr, der hat das ja vorher auch schon sehr, sehr lange gemacht.
Sie drängen auf die Führung. Aber ich habe leider den Namen gerade nicht auf dem Schirm. Der ist ja auch ab und zu nochmal für Einzeleinsätze zurückgekommen. Für irgendwelche Top-Spiele oder so. Leider den Namen nicht mehr auf dem Schirm. Also vielleicht fällt er euch ja ein, dann könnt ihr ihn gerne in die Kommentare schreiben. Wer vor den beiden oder beziehungsweise mit Frank Buschmann vorher kommentiert hat. Auf jeden Fall bin ich dann ja erst so richtig wieder, auch nicht schlecht, so richtig wieder eingestiegen 2015. Vorher war das immer so ein Hin und Her, da hat man sich so gedacht, ja, ist es jetzt Pro Evolution Soccer, ist es jetzt FIFA, was ist jetzt das bessere Fußballspiel? Ich hatte tatsächlich einzelne Ausflüge zu Pro Evolution Soccer, gibt es die überhaupt noch? Machen die noch was? Die heißen ja E-Football oder so mittlerweile, ne? Ja, leider. Manchmal hat man auch so das Gefühl, dass Konami, das ist ja der Publisher von Pro Evolution Soccer. Ja, manchmal hat man so das Gefühl, seitdem das Silent Hill Ding da auch in die Binsen gegangen ist, damals mit PT, mit dieser PT-Demo, dass das mit Konami bergab geht. Jetzt machen sie ja aktuell das Remake von Silent Hill 2. Und da habe ich Bock drauf. Also da hoffe ich wirklich, dass Konami sich da wieder einigermaßen... Boah, come on! Alter. Dass Konami sich da wieder einigermaßen fängt. Also ich habe da zumindest sehr viel Bock drauf und Hoffnung in diesem Silent Hill 2 Remake. Ohne dass ich das Original selber jemals durchgespielt oder überhaupt längere Zeit gespielt hätte. Bam. Aber damit könnte Konami sich ja wieder einigermaßen nach oben pushen. Das auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, ob EA Sports Fußball FC dann... FC heißt doch schon Fußballclub, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ich sehe da nicht durch, wie dieser Name richtig heißt. Ich vergesse es immer wieder. Auf jeden Fall ist halt die Frage, ob da noch ein anderes Fußballspiel irgendwann mal wieder richtig Konkurrenz aufbauen kann, ne? Boah, Junge, du, ich drück nach rechts, wieso läufst du nicht? Ah, Glück gehabt. Ja, weißt du, du drückst rechts durch, weil du weißt, dass der Stürmer natürlich nach rechts läuft und du hast den Verteidiger, der ihn deckt und dann denkst du dir so, lauf doch und er bleibt einfach stehen oder läuft vorher in die andere Richtung oder so eine komische Aktion. Aber es ist crazy. Ja, vielleicht habe ich auch noch Weltklasse eingestellt. Meine letzte Hoffnung. da sollte er überhaupt nicht hingehen. Sehr gut aufgepasst. Ich habe wieder nach oben, also so schräge nach oben links gepasst. Und die letzten 10 Minuten sind aus unserer Sicht. Aber irgendwie sollte es nicht sein. Schirmt den Ball gut ab. Ich werde euch im nächsten Spiel darüber aufklären, welchen Schwierigkeitsgrad ich hier eingestellt hatte. Fühlt sich ein bisschen wie Weltklasse an, kann aber natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt eine ganze Weile nicht gespielt habe. Ich befürchte auch, dass es nur Profi ist, aber komm hier einfach nicht wirklich dazu, irgendwie irgendwas Großes draus zu machen. Mein Gedanke ist trotzdem weiterhin, dass Bayern das Ding hier höchstwahrscheinlich machen wird. Aber auch schwierig. Das wird schwierig. Hoffenheim ist immer so ein Gegner... Gerade jetzt, wo sie so aus der kalten Winterpause kommen, ist auch wichtig, dass sie kalt ist. Obwohl sie, glaube ich, jetzt im Freundschaftsspiel, ich glaube, die hatten gestern ein Freundschaftsspiel, zumindest hat jetzt gerade Leverkusen ein Freundschaftsspiel. Und Dortmund hatte gestern auch eins. Ich glaube, Bayern hatte sogar gewonnen gestern, aber ja, 0-0. 0-0, leider ein wenig torarm geblieben, aber trotzdem... Nicht unbedingt unspannend, sag ich mal, weil es durchaus Gelegenheiten für uns, aber noch eher für Hoffenheim gab. 0-0, ich glaube, es fallen Tore. Ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein 3-4-0 wird, aber ich kann mir vorstellen, so ein 1-0, 2-1, so ein kleines knackiges Ding. Tendenz klar für Bayern, aber ich gebe zu bedenken, dass Hoffenheim so eine kleine, quirlige Mannschaft ist, die oft auch dafür da ist, um großen Gegnern ein Bein zu stellen, besonders gerne auch gegen Bayern. Ne? Also, mal schauen. Ich habe auf jeden Fall vor, dieses Spiel hier live zu gucken. Schreibt eure Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dann sage ich einfach mal ciao.